Hallo zusammen, Michi ist wieder euch, und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir über eine kleine Story Quest kriegen können. Und zwar hier aus dem Patch 10.2.5. Und hinter mir seht ihr schon die Prinzessin Tess Graumähne. Und bei der kriegen wir nämlich das Mount. Das sind einmal die Zügel des genäischen Streuners. Und ich würde sagen, ich hole mir den mal kurz ab und danach schauen wir den an. Und ich erzähle euch auch, wie ihr dann an das Ganze rankommt. Also, als allererstes schauen wir uns das Mount einmal an. Das ist nämlich ein schickes Fuchs-Mount. Und dann schauen wir mal. Streuner. Also, da haben wir ihn. Also, das Ganze gab es auch schon mal in Rot, wie ihr seht. Und jetzt haben wir den in komplett Weiß, also so ein Albino-Streuner. So sieht der aus. Ja, hat schon was. Passt auf jeden Fall auch so ein bisschen zu Gilneas. Einmal noch das Mount Special. Und ja, wo kriegen wir den jetzt her? Als allererstes müssen wir eine Quest annehmen. Und zwar startet die Quest direkt in Waldracken. Ich zeige es euch mal einmal auf der Map. Da, wo mein Hexer jetzt schon einmal postiert ist, hier der Malaros. Und das ist einfach in dem Hauptgebäude drin. Da gibt es eine Quest, da müsst ihr dann als Allianzler in den Hafen von SW. Und wenn ihr dort seid, dann könnt ihr so einen Greifen besteigen und der fliegt euch nach Gilneas. Dann habt ihr ja ein paar Quests, ihr müsst euch einmal hier quasi ein bisschen durchkämpfen, vielleicht eine Viertelstunde und am Ende gibt es dann dieses schicke Mount. Heißt, es ist nicht wirklich sonderlich viel zu tun. Ich vermute mal, als Hordler ist es quasi dasselbe. Da müsst ihr dann wahrscheinlich nach Orgrimmar und dann mit Kalia, die uns hier quasi begleitet, einmal mit durch. Und ja, dann gibt es dieses schicke Mount. Und es soll auch ein Toy geben. Das muss ich mir aber noch angucken. Da braucht man dann, glaube ich, einen Worgen für. Und zusätzlich gibt es dann auch noch ein Rüstungsset. Das ist das hier. Heißt mit einem Zylinder, einem Monokel. Macht auf jeden Fall was her. Ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Ist auf jeden Fall ein schickes Mount, was ihr euch schneller spielen könnt. Ohne sonderlich viel Aufwand. Damit sind wir schon wieder am Ende von dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.